Yay! Erstmal eine Flasche aufgenommen. Es ist verriegelt von innen. Und dann ist da so ein Vorhängeriegel. Okay. Ach so, wenn das Essen fertig ist, macht's Bing. Ja, das stimmt. Sieht er mich schon? Nein, ne? Da sind zwei. Hallo? Bleib doch in Deckung, Mann, du. Hallo, bleib doch in Deckung. Diesen Handy, was, was, hä? Was stand da jetzt? Ich konnte es gar nicht lesen. Jetzt kommen die bestimmt, ne? Hallo? Da ist ein Telefon auf jeden Fall. Ich gehe mal noch mal eine Flasche holen. So wie die hier. Prost zusammen. Das ist ein eiskaltes Schleich-DLC. Ja, ich merk's auch irgendwie gerade. Das ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht. Man hat Sky und dann läuft da auch nur MT. Okay, da hinten ist was auf dem Tisch am liegen. Ich sehe es gerade. Du sollst anrufen, glaube ich. Okay, ich rufe mal eben an. Hallo? Was macht die denn immer da? Erstmal drei Schritte beiseite, ey, super. Labor-Schlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gewährt dir Zutritt zu einem weiteren Teil der Einrichtung. Ja, super. Super, dass wir schon mal haben. Da müssen wir wahrscheinlich hin durch diese Tür, ne? Oh oh. Das ist jetzt eine ganz blöde Situation, finde ich. Ja, das ist eine ganz blöde Situation. Das war's jetzt auch. Ciao! La 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 la. Ja, Lau, guck dich doch nicht um, Mann! Können wir denn nichts machen? Wir haben keine Waffe, wir haben. Wir haben nichts! Das ist doch. Das ist doch irgendwie, ne? MT plus IS? Hä? Ich bin schon wieder ganz woanders. Das ist echt interessant, da hier zuzusehen. MT plus IS bin ich, stehe ich schon wieder so auf dem Schlauch? MT plus IS? Hä? Im TV bei Sky? Tut mir leid, wenn ich es nicht weiß. Ihr wisst ja, ne? Ja, nimm noch die Flasche. Nimm noch die Flasche, die oben rechts im Bild sitzt. So. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir mal irgendwie da zur Tür kommen. Das heißt, wir müssen beide irgendwie ablenken. Warte mal. Sind denn jetzt beide dein. Nee, der nicht, der Typ nicht, ne? Ist klar. Der Boy George da hinten, der steht immer noch mit seinem Anzug da in der Ecke. Mist. Ich versuche mal anzurufen, Moment. Tüt, 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 tüt.
Klingelingeling, 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 klingelingeling. Oh, und jetzt steht der auch noch da. Nein, 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 nein. Hier drüben. Ja, hier drüben, genau. Hier drüben. Ciao. Komm, mach fertig, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Das haben wir relativ gut gelöst, finde ich. Bis jetzt. Alter Schwede. Alter Schwede, sag ich nur. Okay. Da können wir durch den Schacht und hier können wir durch die Tür. Ich... Okay. Wir können also nicht durch die Tür. Wir gehen durch den Schacht. So. Die zwei Punkte durch IS austauschen? Achso, Mist. Achso, Mist. Da läuft Mist im Sky. Achso. Ja, das ist meistens so, dass im TV nichts mehr Besonderes läuft. Deswegen schaue ich schon jetzt seit einer geraumen Zeit kein Fernsehen mehr. Also, ich gucke nur noch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke nur noch TV. Eigentlich, wenn ich zum Essen bin bei meiner Family. Dann gucke ich nur noch, aber nur so nebenbei. Der Fernsehen läuft und wir essen dann. Aber, wie gesagt, ich gucke gar nicht mehr großartig irgendwie Fernsehen. So gut wie gar nicht. Ich gucke meine Informationen nicht mehr alle aus dem Internet, lese ich viel. Und wie gesagt, ansonsten gucke ich Let's Plays und Streams. Das ist gar nicht mehr, ich weiß, kann mich gar nicht mehr entsinnen, wann ich das letzte Mal irgendwie eine Serie oder einen Film im Fernsehen gesehen habe. Also zumindest jetzt im normalen Fernsehen. Was ist denn hier? Okay. Spinnennetz, Geh weg, ich hasse Spinnen. Kann ich das irgendwie drehen hier oder so? Anscheinend nicht. Free TV wurde auch so krass eingeschränkt. Ja, das stimmt. Hallo Niki und willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, was müssen wir... Wir müssen doch wahrscheinlich hier irgendwie mit der Taschenlampe was machen, oder nicht? Hallo? Ich zeige auf die... Ah, Moment. Hier vielleicht irgendwie? Ah, verstehe. Das ist aber, glaube ich, irgendwie falsch noch, ne? Kann das sein, dass es noch falsch ist? Dass ich noch ein bisschen näher dran muss oder weiter weg? Moment. Das ist ja ein cooles Rätsel gewesen. Geil. Sowas liebe ich, ja? Bin ich ganz ehrlich. Stream schauen ist interessanter als TV. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass auch so Gaming-Streams und auch so komplett dieses Video on Demand auch viel, viel mehr in den nächsten Jahren wird. Und dass auch das ganze Unterhaltungsprogramm, so Streams, viel, viel mehr Wertschätzung hat. Also, dass da viel, viel mehr passieren wird, was die Unterhaltung in Streams angeht. Weil... Ich sag mal, spielen und Let's Playen ist quasi eigentlich nicht mehr dasselbe. Weil entweder spielt man ein komplettes Spiel durch und erzählt vielleicht nur was über das Spiel. Oder man Let's Playt und macht halt, ja, so eine, wie so eine Sendung, wie zum Beispiel jetzt wir hier. Also hier in der Let's Play Live Show ist ja quasi, erstens ist es interaktiv, was ich sehr, sehr geil finde mit euch zusammen. Die Luft hier ist drückend. Quasi so ein bisschen, ihr könnt auch ein bisschen mitentscheiden und sagen, hör mal, pass mal auf, da hinten hast du was gesehen, das geht ja im Let's Play zum Beispiel nicht. Man unterhält sich über dies und das, so wie jetzt wir gerade über so ein Thema wie zum Beispiel Fernsehen, ne? Hallo Thomas, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr, du hast richtig eingeschaltet.
So, was haben wir da? Nach Monaten der Geheimniskrämerei und Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig. Und wie ich's verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt. Und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruben... Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Mhm. Also ist die Aufnahme quasi ganz am Anfang gewesen, wo halt der Dr. Ruben kennengelernt hat, wo er gesagt hat, vielleicht hilft er mir irgendwann bei der Arbeit. Und wer das Video sehen möchte oder beziehungsweise Let's Play sehen möchte von das The Evil Within... Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung. Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen und die sind fast erreicht. Wenn Sie uns nicht mehr weiterhelfen können, müssen wir jemanden finden, der es kann. Überstürzen wir nichts. Ich habe Tests mit unserer optischen Diagnose gemacht. Und ich muss Ihnen etwas zeigen. Bitte, kommen Sie. Der Projektor ist nebenan. Mhm. Wie gesagt, wer das Let's Play sehen möchte von mir, von The Evil Within, schaut gerne mal vorbei auf YouTube. Wie gesagt, es war kein Highlight-mäßiges Erlebnis, weil ich fand das Spiel nicht sehr pralle. Aber das hier jetzt, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, das DLC. Das gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Spannend vor allen Dingen. Und mehr Horror als wie das Hauptspiel. Bitte was? Hallo? Und ja genau, wie gesagt, Let's Play habe ich weniger Kontakt halt zu den Leuten, ist halt immer so nicht aktiv quasi, nenne ich es mal. Und beim Livestream ist es halt immer sehr, sehr aktiv alles und sehr live, deswegen auch Live-Let's Play oder beziehungsweise Let's Play Live-Show seit über einem Jahr jetzt schon. Mein Gott, im Februar haben wir Einjähriges gefeiert und wir gehen jetzt auf April zu. Und wir sind schon mal Folge 119, ist ja unfassbar. Könnt ihr euch noch dran entsinnen an die erste Folge ohne Kamera? Ist ja unglaublich. Hä? Hä? Hallo? Ich weiß gar nicht, warum ich schleiche. Oh, Zuckerarsch. Zuckerarsch. Entschuldigung. Das war wieder sexistisch. Wollte ich nicht. Wer war denn der Kerl? War das Ruben? Ruvik, meine ich. Ruben, Ruvik. Hab heute auch noch nicht gezockt, okay. Hast mehr zugesehen, als wie selber gezockt. Das habe ich gerade noch gelesen, Thomas. Ich kann mich daran erinnern. Ja. Nein, Inge, pfui aus! Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ich brauche eine Pause und ihr braucht die auch. Und ich würde sagen, mit dem schönen Bild. Nein, natürlich nicht. Nein, mit dem schönen Bild. Entlasse ich euch in eine kleine Pause. Nein, sowas mache. Nein, sowas. Pfui. Machen wir einfach mit dem schönen Bild, dann lasse ich euch in eine kleine Pause
Wir sehen uns dann gleich wieder. Eine kurze Pipi- und Pupu-Pause, Trinkholpause, Chipsholpause, was ja auch immer ihr möchtet. Und wir haben nämlich ein ganz klein wenig überzogen, sehe ich gerade. Wir haben es gleich nämlich schon 11:15. Normalerweise jede Stunde immer eine kleine Pause. Und damit ihr nichts verpasst, jeder mal jetzt schnell strullern. Und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr dran geblieben seid an die 18 Zuschauer, glaube ich, waren es gerade gewesen. Der Counter hier unten, der stimmt ja nicht. Der ist ja wieder festgefriest, soweit ich das mitbekommen habe. Ich glaube, Klangkasper hat es vorhin gesagt. Seit dem neuesten Update, ich sollte vielleicht nochmal einen Schluck trinken. Prost zusammen. Seit dem neuesten Update freest sich da immer die Zuschauerzahl fest. Hallo Franzi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo Carrie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt richtig eingeschaltet. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show jetzt schon seit über einem Jahr. Folge 119 schon. Und wir schreiten weiter. Das ist schon wieder das Geräusch und das erinnert mich unheimlich an Silent Hill. Ich weiß nicht warum. Aber es erinnert mich unheimlich an Silent Hill. Hallo, ich glaube, wir hatten bisher keinen Erfolg, weil wir nur Bilder und Audioreize verwenden. Alles nur passive Einflüsse. Selbst bei meinen geistig beschränkten Patienten funktioniert diese Methode nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Wir brauchen direkten Zugang. Und was schlagen Sie vor? Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobbyprojekt. Ein mechanochemischer Vorgang. Mit ihm sollten wir direkten Einfluss auf die Person haben. Vielleicht sogar Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Ich habe die Daten nebenan. Ich zeige sie Ihnen. Das Video. Das haben Sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Mhm, okay. Das Video erinnert mich auch unheimlich an Outlast. Wie viele Silent Hill-Spiele gibt es? Es gibt insgesamt, glaube ich, 4 oder 5? Ich bin mir da jetzt nicht genau sicher. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Es gibt Downpour, es gibt The Room, Silent Hill 1, 2, 3, glaube ich. Homecoming gibt's auch noch. Das sind, ich glaube, 4 oder 5 Spiele sind's. Na Jerome, wir treffen uns auch ständig. Schau dir schon ein bisschen zu und muss sagen, du machst das sehr gut. Macht dir jetzt viel Spaß zuzusehen. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Franzi. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show jetzt schon seit über einem Jahr. Was steht da drauf? The Eis? Was stand da? Ich glaube 7 oder 8 sogar. Ja, es ist relativ viel. Was steht denn da? Was? Left Eye, Link, Right Eye? Ich gehe mal da hin. Okay, ich dachte, ich kann jetzt durchtreten oder so. Muss ich jetzt vielleicht wieder zurück? Kann das sein, oder? Mobius ist anscheinend dann irgendwie so eine Einrichtung hier. 7 Silent Hill Spiele gibt es. Seht ihr, wisst ihr sogar schon mehr wie ich, obwohl ich ein großer Silent Hill Fan bin. Welchen kommen Pyramid Head vor? Oh Gott, das, boah, Pyramid Head, ich weiß gar nicht, in welchen Teilen der vorkam. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann auch eine Waffe bekommen werden in diesem Spiel. Ich bin mir nur nicht sicher, wann. Also zumindest jetzt im DLC, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass wir lange ohne Waffe bleiben werden. Dieses Geräusch, ne, das erinnert mich echt unheimlich an Silent Hill, weil immer wenn dieses Radio anging oder so, dann... Ah, guck mal hier.
Was ist das denn Schönes? Ach, das ist die Anlage von Mobius. Wo die da alle in die Wanne liegen. Wer sich noch erinnert am Let's Play? Vielen, vielen Dank, Franzi. Danke für den Follower. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich bettel ja auch nicht drum um Followers oder so. Oder um Donates. Also wenn ihr, wie gesagt, mich unterstützen wollt in der Let's Play Live Show. Ich bin, wie gesagt, nicht einer, der da drum bettelt oder so. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr möcht. Ist aber kein Muss. Deswegen enthalte mich ich mich auch meiner Stimme da. Wegen diesem Donation-Button auf Twitch. So, im zweiten Teil kommt er vor. Ah, okay. Ah ja, Homecoming, genau. In Homecoming, richtig. Das habe ich ja gespielt. Da musste ich ja damals den Patch deinstallieren auf der PlayStation 3, damit ich das Spiel überhaupt noch durchspielen konnte, weil sonst war es nämlich sehr verbuggt gewesen und ich kam an einer Stelle nämlich nicht weiter. Und da habe ich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich erstmal auf die Idee kam, den Patch zu, runterzuschmeißen. Und sonst ist es nämlich immer wieder abgeschmiert, das Spiel. Das habe ich mich, so geärgert. Mein Bett. 1:1 nachgebildet. Mit dem, sogar mit den Fußfesseln. Guck mal an. Die habe ich auch zu Hause. Was kostet der DLC? Einzeln weiß ich gar nicht, was der DLC kostet. Ich weiß nur, der Season Pass, den ich nicht mehr gekauft habe. Ich war ein bisschen unschlüssig, ob ich es mir holen... Weil, wie gesagt, wenn wer das Let's Play bei mir gesehen hat auf YouTube, wird feststellen, dass ich das Hauptspiel nicht so gefeiert habe. Am Anfang ja, aber danach war es eigentlich nur noch eine große Tortur. Hauptsache, es erstmal durchzuspielen. Der Season Pass kostet circa 20 Euro. Beinhaltet dann alle DLC-Inhalte. Und ich bin sehr überrascht, in welchen Weg das DLC jetzt gerade geht. So, mit diesem Schleichen und diese Horroratmosphäre ist schon besser wie im Hauptspiel, muss ich sagen. Viel, viel besser. Man kann da auch nichts irgendwie drauf erkennen, ob man da irgendwie mal versteht, wie das Ganze funktioniert, ne? Man liegt irgendwie in eine Wanne, bekommt was angeschlossen am hinteren Kopf oder am Hinterkopf. Das ist so ein bisschen wie bei Matrix. Es gibt leider bloß 3 DLCs. Ah, okay. Dann weiß Klangkasper schon mehr wie ich. Seht ihr? Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es STEM. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Wird mal wieder Zeit für Inge. Ja. Prost zusammen. Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruvik. Oder? Ruben Victoriano. Habe ich es mir irgendwie...